Traumhaften guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanics Simulator 2018. So, wir haben in der letzten Folge sind wir ziemlich pleite gegangen, wir haben nichts mehr. Ich habe Öl in den Motor reingefüllt, das heißt, das hier müsste jetzt eigentlich auch erledigt sein, ist es auch. Jetzt brauchen wir einen Scheinwerfer rechts und eine Stoßstange vorne. Scheinwerfer rechts, machen wir das einfach so. Das löschen wir, das fügen wir hier hinzu. Scheinwerfer rechts und Scheinwerfer rechts, ne? Ja, rechts. Und Stoßstange vorne. Wir gucken hier mal, was das Ganze kostet. Karosserie. Dann gebe ich mir mal hier ein. Katagiri. So. Katagiri Katsumoto, Scheinwerfer links. Da brauchen wir jetzt den Scheinwerfer rechts. Oh Gott, der kostet $100. Ich muss was verkaufen. Es hilft nichts. Wir können sonst den Auftrag nicht abgeben und ohne Auftrag abgeben kriegen wir kein Geld. Aber dann kann ich doch das Ding hier abgeben. Das kann ich doch verkaufen. Ich weiß halt nicht. Na gut, diesen eben Eimer. Ich weiß ja nicht, ob ich die noch brauche, deswegen verkaufe ich die jetzt mal lieber nicht. Wir sind gerade auf Kisten, auf Sonstiges zurück. Geht hier nicht, die muss ich draußen aufmachen. Ich will das nicht verkaufen, das ist so ätzend. Naja gut, machen wir halt einfach mal. Ist bestimmt mega, das sind mega geile Teile, die ich hier, da Qualität plus 2. Das sind mega geile Teile, die ich hier verkaufe, die ich später für meine Autos bräuchte. Ah, ich mache das nie wieder. Wenn der Auftrag hier raus ist, haben wir Geld und dann mache ich erstmal ein paar Kleinaufträge, dass wir das Problem hier auf keinen Fall mehr haben. 141, ja, weg mit den tollen Reifen. Mann. Also, der kostet $100. Dann nehmen wir den halt. Und dann brauchen wir noch die Stoßstange vorne. Nein. Okay, wir müssen noch ein Teil verkaufen. Es ist so traurig. Es ist so unglaublich traurig. Kann ich nicht einen Kredit aufnehmen oder sowas? Ja, dann verkauft das Ding halt. Mann. Für diese Ranzkarre da. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. So, hier und hier für dich. So, jetzt ist aber alles gut, ne? Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Nein, ich will die Motorhaube zumachen. So, jetzt ist aber gut. Jetzt ist alles super, ne? Wir kriegen jetzt 15.000. Ja, damit kann ich arbeiten dann. Ich glaube, wir haben es abgewendet. Wir mussten zwar die schönen Teile verkaufen, Manu, aber wir haben es abgewendet. Wir sind nicht pleite gegangen. Hier ist alles erledigt. 15.000 bekommen wir. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt momentan 6.194 XP. Das Fahrzeug ist nicht komplett. Es fehlt vorderes Nummernschild. Ach so, weil ich... Ja. Das heißt, wir brauchen ein Nummernschild. Weil wir haben, glaube ich, keins, ne? Nein, wir haben keins. Klar, wenn die Stoßstange weg ist, ist das Nummernschild auch weg. Ja, verstehe. Vorderes Nummernschild. Ja, keine Ahnung. Die kosten alle $100. Ich hoffe jetzt mal, ich kann da irgendeins hin machen. Hier, ich nehme das mit der Taube. Mit der Friedenstaube. Ich habe kein Geld. Ich hasse alles. Ich hasse alles und jeden. Wegen dem verdammten... Lass mich durch! Wegen dem verdammten Nummernschild. Ich glaube, ich krieg den Rappel. Okay, aber ab jetzt... verkaufen wir nie wieder diese Teile. Nie wieder. Ich will die einbauen. Nicht verkaufen. Für so eine Ranzkarre hier. Nee, das Ding kann ich jetzt nicht montieren. Dann mache ich hier den ganz großen Otto. Sag nicht, wir hätten eins gehabt. Da war doch gerade eins. Okay, ich gucke jetzt einfach nochmal. 6.194. Ja, man kriegt einen saftigen Bonus. Ist aber, hält sich aber in Grenzen. Ist jetzt nicht so viel gewesen, glaube ich. Na gut, wir machen ein paar Kleinaufträge, würde ich sagen. Einfach damit wir ein bisschen Geld reinholen. Die Abgasanlage ist defekt. Machen wir. Kriegen wir hin.
Kein Thema. So, dann kommst du mal hier rüber. Kommen Sie mal rein, kommen Sie mal ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Das ist unser Motto übrigens. Habe ich immer noch nicht gesagt, aber das ist unser Firmenmotto hier. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Hat sich Mr. Smooth ausgedacht. So, wir brauchen hier Abgasanlage defekt. Zwei Teile. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier unten irgendwie zu finden ist. Ich durchleuchte einfach mal, ne? Machen wir mal. Okay, wir machen mal so. Ah, ich sehe schon. Ich sehe das Problem. Habe ich schon gesehen, das Problem hier. Das ist hier hinten, das ist gleich gemacht. Das ist nicht so schlimm. So, ich gehe hier mal. Ich würde die Kisten gerne loswerden und die Dinger ehrlich gesagt auch. Weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Die kaufe ich dann sowieso neu. Weil wir sind ja reich. So, dann würde ich die Kisten gerne mal wieder einlagern. Zack, 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 zack. So. Ein bisschen Geld habe ich ja jetzt wieder auf der Kante. 15.000, damit kann ich zumindest den Laden im Laufen halten. Ich bin so dumm. Ich bin so schön. Nein, ich will doch zuerst die Liste löschen. So, ganz ruhig jetzt, Archi. Löschen. Jetzt. Inventar. Rein, rein. Bestellen wir das gute Zeug. Das gute Zeug von Ahmed bestellen wir. So. Abgasrohr. Abgasrohr. Typ A. Haben wir hier. $60. Kein Problem. Endschalldämpfer. Ende. Ein Ende mit Schrecken. Nein, nicht Ende. End. Endschalldämpfer. Endschalldämpfer. R4 Typ B. R4 Typ B. So, haben wir das. Montieren. Auftrag erledigt. So, neues Abgasrohr. Natürlich das Gute. Neuer Endschalldämpfer drauf. Passt. Auftrag erledigt. Und tschüss. $409. Ist nicht allzu viel, aber ist ein bisschen was. Gut, dann Inventar. Das hier. Weg. Das hier weg. Nächster Auftrag. Wechsel das Motoröl, den Ölfilter aus, der Motor läuft unruhig, lauter Auspuff. Machen wir. Her damit. Kriegen wir hin. Oh, schönes Auto. Gefällt mir. Dann einmal bitte auf der Hebebühnchen. Dankeschön, Dankeschön. Super, super. Dann würde ich fast sagen... Oh, ich glaube, wir haben Level bekommen, ne? Yeah, geh weg. Wir haben Level gekriegt. Wir haben ein Level gekriegt. Das ist gesperrt, das ist gesperrt, das ist gesperrt. Das ist erst ab Level... Sag jetzt nicht ab 15. Ab Level 15 geht's da erst weiter. Hui, holy, holy moly. Schnoli, doli. Okay, was haben wir hier oben? Reparaturerfolg 65%. Da können wir halt besser Teile reparieren. Weiß ich jetzt auch nicht. Prüfen von Teile 100% schneller. Mehr Geld haben wir ja schon gemacht. Erhalte 5% mehr Rabatt im Shop. Ja, dann sind die Teile ein bisschen günstiger. Das machen wir. Das machen wir. Dann ist es ein bisschen billiger. Ein bisschen hilft auch. 5% ist jetzt nicht all die Menge, aber... So, gut. Ich guck mal... In den Auftrag, was haben wir denn zu machen? Wechsel das Motoröl und den Ölfilter aus. Das machen wir mal als erstes. Wir machen das jetzt mal schrittweise. So, Motoröl lassen wir mal raus, würde ich sagen. Verdammt, das war das Falsche. Hier rüber bitte. So, lass mal raus. Passt ganz schön viel rein. So, weg. Dann der Ölfilter, den machen wir mal zuallererst. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich daheim. Genau. So, den Ölfilter V8. Da holen wir gleich mal 9. Das dauert ja nicht allzu lange. Öl. Ölfilter V8. Brauchen wir jetzt den hier, ne? Ich hoffe jetzt mal, das ist der. Kostet nur $9, nehme ich jetzt mal. Müsste aber der sein. Nein, das ist er nicht. Das ist der gelbe. Verflucht. $4 verschenkt. Ja gut, aber es war nur $4. So, $14.
Den können wir gleich verkaufen. Kriegen wir noch einen Dollar für. Ich weiß zwar nicht, wer so einen alten Ölfilter kauft für einen Dollar, aber wird schon Abnehmer haben. So, den neuen Ölfilter rein und dann können wir gleich Motoröl auffüllen und dann ist diese Sache schon mal erledigt. Dann haben wir das schon mal. Kommst du wieder runter, sonst komme ich nicht an den Motor. Gluck, 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 gluck. Ich liebe dieses Geräusch. So, das haben wir. Okay, in der Hinsicht müsste er zufrieden sein. Ist er auch. Motor läuft unruhig. Das heißt, den Motor zerlegen, lauter Auspuff. Das schauen wir erstmal nach dem lauten Auspuff, würde ich sagen. Geh mal hoch und dann gucken wir uns das Ding mal an. Ja, ich sehe schon. Das muss ja laut sein. Ist nicht steuer, das mache ich Ihnen. Das mache ich Ihnen gleich richtig hier. So. Jutta, holst du mal. Ach, die hat ja heute frei. So, na gut. Dann kommt das mal auf die Liste. Entschalldämpfer. Auch so eine Sekretärin wäre auch cool, die dann die Teile bestellt für einen. Fände ich irgendwie V8 Typ A. V4, V8, oben V8, ja. Fände ich irgendwie cool. Wäre zum Beispiel so ein Levelpunkt hier. Vielleicht gibt es das ja noch, ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, ne? Man weiß es ja nicht. Hallo hier, montieren. Dann dürfte sich das Problem eigentlich auch schon geklärt haben. So, und jetzt der Motor noch. Dann haben wir den Auftrag auch schon erledigt. Das mache ich jetzt in der Folge auf jeden Fall noch fertig. Und dann mache ich mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ja, okay, das habe ich erledigt. Motor läuft unruhig. Dann gucken wir uns das gute Ding halt mal an. Schauen wir mal, was hier los ist. Das nehme ich mal runter hier. Ich muss ja gucken, ne? Muss ja gucken. Muss ja schauen können, so. Ah, ich sehe schon. Die Zündspulen, die sehen nicht mehr so frisch aus hier. Ja, hier ist auch noch eine. Das wären schon mal drei. Aber das ist, glaube ich, noch nicht alles, oder? Ja, okay. Es fehlt jetzt noch ein Teil. Aber welches Teil ist jetzt das wieder? Wenn das jetzt wieder ein Teil ist, wo ich jetzt alles zerlegen muss, bloß wegen diesem einen Teil, dann werde ich aber fuchsteufel. Ist vielleicht eine Zündkerze im Eimer? Kann das sein? Ist das möglich? Von diesen V8, diese Motorblöcke zu zerlegen, ist echt immer ziemlich aufwendig. So, haben wir hier irgendwas. Da sieht aber eigentlich alles ganz gut aus. Schauen wir mal hier. Den Zündkerzen sieht man es ja auch irgendwie nicht wirklich an, ne? Wenn die einen Treffer haben. Die muss ich erst ausbauen und mir die anschauen. Nee. Hier sieht aber auch alles ziemlich gut aus. Das kann ja kein großes Problem sein. Der Wagen ist ziemlich neu. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Zündkerze vielleicht ein Problem hat. Ich hätte mal oben gucken können auf die Prozente, ne? 87, 80, 78. Nee, ich glaube, das war auch nicht das Problem. Die Zündkerzen sehen eigentlich alle ganz gut aus. Was könnte das sein? Ein Teil fehlt noch. Ein Teil ist immer noch nicht aufgetaucht. Gut, dann müssen wir weitermachen. Hilft nichts. So. Nehmen wir den mal raus. Wie gesagt, hier sieht eigentlich alles ganz gut aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Gibt's hier irgendwas? Auch nicht wirklich, ne? Ich sehe nichts. Hier gibt's auch nicht wirklich Probleme, so wie ich das sehe. Prozent, der ist es auch nicht. Dann ist es der auch nicht. Aber ich muss ihn rausnehmen, sonst komme ich nicht an die anderen Teile ran. Hm.
Kann ich Analyse mal machen? Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Muss ich vielleicht die Keilriemen einfach nachziehen oder so? Gibt's sowas auch? Es könnte jetzt diese Umlenkrolle hier sein. Könnte ja theoretisch sein. Ich schaue einfach mal. Weil die ist immerhin gelb. Glaube ich aber nicht. Nee, die hat zu viele Prozente. Die ist es nicht. Nee, die ist es nicht. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss den ganzen Motor zerlegen. Ich könnte ja mal unter das Auto gucken und vielleicht mal die Ölwanne runterschrauben. Aber dann muss ich die... Oh, dann muss ich alles wieder zerlegen. Noch Mist. Aber das gute Öl. Das gute Öl. Da. Super Öl. Super Oil. Ja, hab ich doch schon da. Hab ich schon. So, die Ölwanne muss runter. Gucken wir mal da unten nach, ob wir was finden. Bevor ich jetzt oben den ganzen Motor zerlege und da ist es dann nichts. Okay, aber hier unten sieht auch nichts irgendwie defekt oder kaputt aus. Die ist ein bisschen angerostet, die Pumpe. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht viel. Das ist ja blöd. Ich verstehe. Ich weiß nicht, was das letzte Teil ist. Freunde, wir befinden uns wieder... Wir haben wieder kleine Probleme, würde ich sagen. Das Ding ist es auch nicht. Zu viele Prozente. Hallo? Warum kann ich das nicht? Achso. Riemenspanner. 89%. Viel zu viel. Keine Chance. Riemen runter. Nockenwelle. Ich muss jetzt echt den kompletten Motor wieder zerlegen. Das ist natürlich... Wegen einem einzigen Teil. Bin ich mal gespannt, was das ist. Was macht uns hier zu schaffen? 78. Na gut, ich zupfe da alles raus. Ich mach das. Alles rausrupfen. So. Nein, nicht montieren. Prüfen. Sind das vielleicht... Ach, die kann ich so nicht prüfen. Generator, hat der was? 82, nee, der ist es auch nicht. Kein Fall. Nockenwelle. Anlasser. Was könnte das sein? Der Motor läuft unruhig. Kann jetzt theoretisch alles noch sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es am Motor noch ein Problem gibt, ne? Muss ja am Motor eigentlich noch sein. Nein, nicht raus.
Ich sehe nichts. So. Hier noch raus. Wieso zoomst du? Manchmal, ganz ehrlich, manchmal zoomt das Ding hin und manchmal zoomt es weg. Beides möchte ich eigentlich nicht. So, eine noch. Dann können wir das Ding rausnehmen. Vielleicht hat ein Kolben wirklich irgendwas? Okay, jetzt müssen wir die Kolben rausnehmen. Die müssen wir von oben rausnehmen. Ich weiß nicht. 80%. 81. Ich glaube, ich bin komplett auf dem Holzweg. Ich habe da unten einen Halter vergessen. Bin ich mir ziemlich sicher. Verdammt. Aber das Leveln geht bei diesem Simulator echt zäh, muss ich sagen. Also, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, weiß ich nicht. Teilweise finde ich es ganz gut, weil ich sage, ja, klar, ich möchte ja auch in Simulatoren so ein Erfolgserlebnis haben. Es soll ja auch was bringen, dass ich mich, ich soll mich ja auch dann freuen, wenn ich ein Level abkriege oder so. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt endlich hier richtig Autos und alles. Na gut, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben. Bin ich Profi drin, in Geduld haben. Gut, das Ding kann ich nicht zerlegen. Da muss erst das raus und da komme ich nur unten ran. Also wieder hoch. Dann... Hallo, ich will einen Motor. Why? Warum kann ich das jetzt nicht rausnehmen? Was stört? Was stört? Was ist nicht so das Problem? Geh. Okay. Ach, das wahrscheinlich. Da komme ich nicht hin. An den Anlasser komme ich ran. Ist der das Problem? Nein, der Anlasser ist es nicht. Gelenkwelle. Okay. Muss ich jetzt echt hier hinten alles zerlegen? Alter. Na gut. Entschuldigung, mein Auto rumpelt so komisch. Ja, zerlege ich erstmal alle raus. Alle neu machen hier. So. Dann gucken wir das hier. Triebewelle 4x4. Kann ich das nur von oben? Nee. Ach nee, Gelenkstangen muss erst raus. Triebewelle. Ich bin echt gespannt, was das jetzt ist. Ist es der Lüfter vorne wieder? Ich werd sauer. Ich werde echt sauer, wenn das jetzt der Lüfter ist. Oder der Filter. Kann es der Filter sein? Oh, dann habe ich wieder... Ja, wobei, ich habe es ja nicht umsonst zerlegt. Wir haben ja XP bekommen. Das finde ich wieder gut. Dass wenn du hier zerlegst und es ist nicht richtig, dass du es zerlegst, dass du trotzdem was davon hast. Weil je mehr du halt hier suchst, desto mehr musst du ja zerlegen und desto mehr XP bekommst du halt auch durch Suchen. Ja, es ist definitiv der Filter. Der sieht ja richtig gut aus. Bloß nochmal zu prüfen. Das ist der Filter. Ja, das ist der Filter. Okay, gut. Das heißt, Liste löschen. Wir benötigen einmal das hier nicht. Das kann ich mal verkaufen. Wir benötigen einmal das hier. 1, 2, 3 davon. Die Zündkerze ist ja noch in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und einen Filter. Gut, dürfte jetzt nicht so der Stress sein. Ist ja auch ein kleiner Auftrag. So. Kraftstofffilter. Das ist aber nicht der richtige. Bin ich blind? Kraftstoffverteiler. Das müsste der hier sein. Ich habe gerade nach Kraftstofffilter geguckt. Das müsste der hier sein, ja. Der ist es auch. Zündspulen. Zündspule. Einzelfunke. Dreimal. Luftfilter. Brauche ich noch. Danach haben wir jetzt ewig lang gesucht.
Okay, merken. Ich muss echt die Luftfilter prüfen. Ganz normalen Luftfilter. So, okay. Dann würde ich sagen, wir schrauben das in der nächsten Folge wieder zusammen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Und was soll ich noch sagen, bis ich das hier jetzt verkauft habe? Weil das würde ich jetzt gerne noch machen, bevor ich hier eine kleine Pause mache. Bleibt wie ihr seid. Ne? Und lasst euch nicht von anderen einreden, was ihr zu tun habt. Mache ich ja auch nicht. So, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.